Oh, Kalif kommt heran. Wenn der eingerückt ist, sind wir startklar. Und da ist er in Position. Viertes Rennen, startbereit. Und Boxen auf zum Fritz-Henkel-Stiftung-Rennen. Und guter Start gleich in der Bahnmitte, sehen wir da Pango, weiter aus dem Best Lightning gut weggekommen. Dann kommt an der Innenseite Simons King hinzu, Saif Joy verbessert sich, Kalif ist dicht auf, weiter außen dann Nablirka. Und so geht es hier die Kastanienallee entlang. An der Spitze da Pango mit Best Lightning außen, dann an dritter Position Nablirka mit Kalif, dann innen Saif Joy vor dicht auf Zavaro. Und dann sehen wir noch die Farben von Simons King und Sea of Marengo am Schluss des Feldes. So geht's durch den Bogen nun Richtung Berg. Und die Spitze hat weiter Dapango mit Best Lightning. Labirka hält sich noch gut in dieser Kategorie. Dann an dritter, vierter Position an der Innenseite Saif Joy. Dicht auf ist Kalif. Dann sehen wir Zavaro vor Simons King und Sea of Marengo. Es geht den Berg noch hinauf und dann auch gleich schon Richtung Schlussbogen. Und die Spitze hat unverändert Dapango. Dicht auf Best Lightning. Labirka immer noch dritte. Dahinter an vierter Position Saif Joy. Dann wird Kalif schon ein bisschen geschoben. Auch Zavaro gerät unter Druck, ebenso am Ende des Feldes Sea of Marengo. Es geht in die Gerade. 400 Meter noch bis zum Ziel und Dapango marschiert. Best Lightning nun gefragt von Martin Seidel, soll aufrücken. Dann Saif Joy, der wird immer stärker. Borja Musabayev kommt näher. Dann ist es an vierter Position Kalif und innen vom letzten Platz Sea of Marengo. Aber Dapango jetzt angegriffen von Saif Joy. An der 150 Meter Marke zieht Saif Joy nach vorn mit Borja Musabayev auf dem Weg zum dritten Tagestreffer. Saif Joy gewinnt das Fritz-Henkel-Stiftung-Rennen. Dahinter ist noch ganz eng, denn gut finishte Kalif und war im Foto dann noch mit Dapango, dahinter Best Lightning und dann Sea of Marengo und der Rest bis hin zu Nablirka.